Hey Leute, was geht? Willkommen zu meinem Video. Heute zeige ich euch ein ganz schnelles Rezept für einen Tassenkuchen. Also das kann man sozusagen als Snack machen, wenn man mal Lust auf sowas anderes hat. So ein Mini-Kuchen ist das sozusagen in einer Tasse halt. Ja, genau. Also bevor wir mit dem Video starten, möchte ich noch eine Person grüßen. Sie heißt Dana. Und ja, auf jeden Fall hat sie auch einen YouTube-Kanal. Ich kann ihren YouTube-Kanal mal unten in der Infobox verlinken. Also ja, es wäre cool, wenn ihr da auch bei ihr vorbeischaut. Ja, genau. Also, dann würde ich sagen, ich grüße dich von ganzem Herzen, Dana. Und ich hoffe, du freust dich und ich hoffe, ich habe deinen Namen richtig ausgesprochen. Und ja, dann starten wir mit dem Video. Also Leute, Entschuldigung, falls ihr solche Geräusche hört, das ist die Gefriertruhe. Da kann ich jetzt nichts machen. Ja, also auf jeden Fall brauchen wir zuerst ein Ei. Oh, okay. Die Hälfte ist daneben gegangen, aber es ist nicht so schlimm. So Leute, als nächstes brauchen wir eine Prise Salz. Ich werde jetzt so schätzen, was eine Prise Salz ist. So ungefähr. Das ist eine Prise Salz. Genau. Jetzt nehmen wir uns einen Löffel und rühren das einmal kurz um. Vielleicht wäre es schlauer, wenn man eine Gabel nimmt. Aber ja. So Leute, als nächstes brauchen wir einen Esslöffel Zucker. So. Und jetzt wieder umrühren. Dann als nächstes 3 Esslöffel Mehl. 1, 2, 3. Ich mache jetzt nicht so viel, weil es sieht ein bisschen viel aus. Genau. Dann 1 Teelöffel Backpulver. So Leute, dann 1 Esslöffel Kakao. Wir haben jetzt nicht mehr genug Kakao. Also, ja, aber das ist eigentlich nicht so wichtig, weil danach kommt noch Nutella. Also, das ist sozusagen ein Tassenkuchen, also halt von Nutella, ja, genau. So, Leute, jetzt werden wir ein bisschen diese pulverigen Sachen ein bisschen vermischen. So, ein bisschen mit dem Backpulver halt so. Ja, nur ein bisschen, also nicht ganz nach unten. Genau. Jetzt 4 Esslöffel Milch. 1, 2, 3, 4. Dann 2 Esslöffel Öl. 1, 2. Ah, Leute. Übrigens, die Gefriertruhe hat jetzt aufgehört, dieses Geräusch zu machen. Also ja, das ist gut. So, und dann als letztes ein Esslöffel Nutella, also schon einen etwas größeren Esslöffel von Nutella. Leute, wer liebt auch so Nutella wie ich? Ich esse eigentlich nicht so oft, aber ich liebe es eigentlich. Ja, jetzt umrühren, Leute. Das könnte ein bisschen dauern. Bis es halt dunkel wird. Bis halt gar keine Klumpen mehr drin sind, Leute. So Leute, also ihr müsst halt überlegen, ob es für euch in Ordnung ist, wenn da jetzt noch so ein paar Klumpen drin sind. Also ja, ich kriege jetzt nicht alle Klumpen weg, aber das ist nicht so schlimm für mich. Ja, auf jeden Fall jetzt 4 bis 5 Minuten. Also ihr könnt es einmal in der Mikrowelle oder in dem Backofen machen. Ich mache jetzt die schnellere Version mit der Mikrowelle, aber ihr könnt es auch mit dem Ofen machen. So ist es mehr gebackener, aber ja, ich mache es jetzt in der Mikrowelle, weil für mich geht es schneller. Genau, also 4 bis 5 Minuten in die Mikrowelle
oder 20 Minuten in den Ofen auf 180 Grad. Genau, also ich würde jetzt sagen, wir sehen uns gleich wieder in 5 Minuten. Also Leute, so sieht das jetzt aus. Ja, da sind noch ein paar Klumpen und so. Es riecht jetzt nicht so gut, aber eigentlich, naja, geht so. Also, ja, genau, wir werden jetzt noch... Also Leute, die 2 Schritte, die ich jetzt machen werde, die sind optional. Also ihr müsst die nicht machen, nur wenn ihr wollt. Ich finde, so schmeckt es noch leckerer. Und so sieht es schöner aus. Also beim Rausnehmen der Tasse aufpassen, weil das ist heiß, Leute. Ja, also ich bestreiche das jetzt mit Nutella. Ja. So, Leute, jetzt könnt ihr da noch, wenn ihr wollt, Streusel drauf machen. Ich würde auf jeden Fall Streusel drauf machen, weil ich liebe Streusel, Leute. So, also ich liebe Streusel, deswegen dürfen die Streusel nicht fehlen. Ich nehme jetzt solche, aber ihr könnt irgendwelche Streusel nehmen. Ich nehme aber Schokoladenstreusel. Ja, aber keine Ahnung warum. Ich finde Schokoladenstreusel super lecker. Genau. Oh. So Leute, so sieht es jetzt aus. Also Leute, ich finde, es lohnt sich, den zu machen. Wenigstens einmal so zu probieren. Also, es hat Spaß gemacht, würde ich sagen. Und ja, es ist lecker. Auf jeden Fall ist es ein guter Snack zwischendurch. Ja, also ja Leute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt diesem Video gerne einen Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal für mehr solche Videos. Und aktiviert die Glocke. Ding, ding. Damit ihr keine meiner neuen Videos verpasst. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss, hab ich lieb, bis zum nächsten Mal.